at my life. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Among Us. Heute seht ihr, wie die ersten Runden Among Us liefen. Seid also nicht zu streng, wenn man noch nicht alles weiß. In den nächsten Folgen werde ich mich noch ein bisschen am Schneiden ausprobieren. Würde mich daher sehr freuen, wenn ihr ein Feedback da lassen könntet. Und nun viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, ich bin gemutet. Auf jeden Fall. So, ich bin wieder Crewmate. Und habe wieder keine Ahnung, was ich alles für Tasten erledigen muss. Okay, Electrical, Storage. Ah, Fuel Engine. Da sehe ich mich. Aber erstmal Licht anmachen. Ja, Leute, ich habe Licht angemacht. Und da ist ein Toter. Alter, das geht so schnell bei euch. Admin-Raum. Wo war er? Admin-Raum. Okay, also ich kann... Also ich war gerade mit zwei Leuten bei Electrical. Genau, das war ja, ich. Und ich bin wie immer ganz rechts rüber gelaufen, erstmal über Navigation und so. Einmal im Kreis, dann wieder hoch an Admin. Ich kann für Yannick und Gore bürgen, weil die waren rechts mit Navigation immer in meiner Nähe. Also für die beiden kann ich bürgen. Okay, ich hab gar keinen gesehen, tatsächlich. Ich hab nicht drauf geachtet. Also ich hab Shining und Dave gesehen. Ich hatte den Dave noch unten bei Storage gesehen. Nero, du bist auch noch mute. Der ist auch ein bisschen nach oben gelaufen. Also David habe ich gesehen und Shining. Die waren beide bei mir Electrical, oder wie das heißt? Ja, genau, mir ist gerade Sai aus Navigation raus entgegengekommen. Nee, ja doch, Navigation. Allerdings, was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass wir das Licht erst so spät angemacht haben. Also, wo ich das angemacht habe... Ich wollte da nicht da rumfuschen. Wenn da mehrere an dem Licht stehen, dann stelle ich mich... Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Okay. Electric ist sowieso so ein Meme in der Among Us Gesellschaft. Mhm. Also... Ich skippe. Ja, ich bin dazu eigentlich auch fast verfissen, weil es gibt keinen Handfesten. Moment. Hätte jeder von uns zeigen können im Endeffekt. So. Ich bin schon mal weg. Dave Sus. Kann der nicht. Also, Janik war rechts. Wenn ich jetzt wüsste, wo Miku. Ich behalte Yannick und. Die Yannick und Patrick mal im Auge. Weil ich glaube, die beiden haben was damit zu tun. Dann zum Reaktor laufen wir aber. Schau mal die. Bitte nicht töten, bitte nicht töten. Hä? Okay, Fuel. Ah, okay, da muss ich die Dinger wahrscheinlich noch eben. Läuft doch Marathons hier. Okay, das Licht ist wieder aus. Es ist Schwänze. Ich kann es nicht gewesen sein. Er war gerade in Electric. Nein, warte mal. David, ich kann es nicht gewesen sein. Nein, stimmt nicht. Warte, okay. Vorhin war ich bei Electric, als weil ich da drei Tasks hatte.
Dann kam mir Nero entgegen, war auch in Electric, Schwänze und Scheine. Shepard. Darf ich also, bitte auch etwas dazu sagen? Lass mich ganz kurz ausreden. Dann bin ich wieder raus, Schwänze ist raus und als letztes, nachdem Shepard rein ist, kam Nero aus Electric raus. Ja, darf ich mich so blöd es klingt, ich glaube, die Leiche liegt länger da und es ist Nero. Also, darf ich mich hier mal klären? Wo ist mir jetzt, dass die länger da liegt? David, darf ich mal hin? Er liegt direkt hinter, hinter dem Schiff, was niemand repariert. Ja, nee. Zeig Eier. Also, ja, da wird man natürlich schnell nicht gesehen, ne? Das mach mal. Also, ich möchte mich immer rausreden, hallo. Also, ich habe die ganze Zeit Benzin voll gemacht und bin dann zu den Generatoren dahin gelaufen, habe die aufgetankt. Habe ich gesehen. Und da war ja einmal hier Licht aus und da habe ich meinen zweiten Kanister voll gemacht und bin dann direkt nach Electrics gelaufen, habe die da Licht angeschaltet und bin dann rausgelaufen. Da kamst du mir entgegen, also ich habe gar nicht weiter oben geguckt. Ja, kann ich bestätigen. Weil ich da nämlich sofort raus wollte, weil ihr sagtet halt, Electric ist halt Killerraum hoch 10. Genau. Aus dem Grund habe ich mich da auch jetzt hauptsächlich rausgehalten. Das, was Schwänze sagt, ist vollkommen richtig. Er hat Kanister gemacht. Ich habe das gesehen, wie er zum Kanister hingegangen ist. Wie er natürlich weg ist, habe ich nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass er da länger stand. Ich weiß, dass es ein bisschen dauert. Ja, gegen Ende bin ich auf der ganzen Zeit hinterher gelaufen und dann bin ich zum Reactor. Also haben wir keinen Verdächtigen? Erstmal nicht, aber du hast auf den. Also, ich würde jetzt verdächtigen Shining oder halt diesen. Nero ist. Ja, Gar, oder? Nero? Gar. Ja. Gar. Gut. Also das sind jetzt so meine beiden Verdächtigen erstmal. Ja, ich habe das erstmal jetzt nicht Sven gewotet in einer Runde, also ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Genau. Direkt vor Elektrike. Okay. Dann sag ich. Ich kann gar nichts sagen. Ach, also ich war in Electrical oben rechts, hab ich gerade diese Drehdinger gemacht. Ganz ehrlich, weil Schwänze kam mir entgegen. Shining ist über Upper Engine runtergelaufen, wenn er sagt, er liegt vor Electrical und zwar so. Ich wollte da nur gerade meine Aufgaben machen. Shining stand auch in Electrical oben rechts. Er kam erst auf mich zugelaufen, dann lief er wieder runter am Ende. Ja, und dann lag da die Leiche. Janik, als ich reinkam, lag die da noch nicht. Sehen wir uns einig, wenn er es nicht ist, machen wir Emergency und wählen Nero. Das könnten wir gerne machen. Können wir das gerne machen. Gut, warte, wir können noch drüber reden. Nee, okay, dann gut, dann befliege ich. Das werdet ihr noch bereuen. Das werden wir noch bereuen. Meine Rache wird furchtbar sein. Deine Rache, oder was? Ja. Nein! Ach, fuck! Ich musste nicht auf einer Tretest! Ich musste nicht auf einer Elektrik getreten, ich wollte da wenden! Alter, scheinig! Ich bitz dich! Swipe Card. Machen wir. Ja, wenn das wieder David gewesen wäre, ne? Eigentlich clever, dass ich jetzt alleine bin, weil ich habe dann kein Alibi, wenn was passiert. Ja, mal wieder in Electrical. Okay, also, ich kann sagen, David ist es nicht.
Ich kann auch sagen, Yannick ist es nicht, weil Yannick ist die ganze Zeit mit mir rumgegangen. Seit Admin, glaube ich, rechts. Nee, was ist das da rechts? Ich hatte mich bei O2 Sherpa und Shiny waren gerade beide in Electrical. Also entweder hat da einer gewendet oder einer von beiden war. Also ich kann. Also ich kann Fight auf jeden Fall hier confirmen, dass es nicht ist. Weil er war nicht bei mir bei Admin. Er war nicht bei mir mit Admin und David war da auch noch. Und David ist dann gegangen. Und Fight und ich war noch in Admin. Und dann bin ich auch gegangen. Also in der Zeit hätte Fight mich easy killen können. Es sei denn, man hat Kill gemacht. Also, Yannick und Pike, ja, können es nicht sein. Die hätten sich da oben gegenseitig in Navigation abmurksen können. Ich bin echt dran, ich laufe in Navigation. Da ist Nero am Möbel in Navigation reingelaufen. Müssen wir mal zu gucken. Also, Nero ist es auch nicht. Ist gerade jemand in O2 drin? O2 bin ich nicht, nee. Wo ist O2? Rechts. In der Untercafeteria da. Achso, aber ich hätte gerade eben verstanden, dass jemand gerade in O2 wäre, aber ich bin da gerade. Nein, ich habe gesagt, seit O2 sind Yannick und ich zusammen rumgelaufen. Deswegen kann ich sagen, dass Yannick es nicht ist. Ich habe leider keinen, der mich safen kann, weil ich erstmal Reactor war und dann in den Kameras und es war halt die ganze Zeit keiner bei mir. Ich hab auch also entweder weiß, türkis oder schwarz, einer von den drei. Erst bei Electrical waren halt Leute bei mir. Da war auch immer weiß kann es nicht sein. Weiß kann es nicht sein. Das ist ja schon mal. Ich kann es nicht sein. Also ich kann einen auf jeden Fall ausschließen, das ist Fight. Ich kann Yannick ausschließen. Ich würde sagen, wir skippen sonst, wir sammeln noch Beweise. Ich glaube, beide blauen. Beide blauen sind es. Da kann ich ausschließen und mich selber natürlich. Oh Mann. So. Wer ist der Übeltäter? Wer ist es denn? Da jemand hin oder? Oh, gleich sabotiert, okay. Hat die gemacht. Ich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Zu lang. Pink, komm her. Rot, komm her. Und blau. Okay, ich bin ein bisschen scheiße, was hier links angeht. Vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn. Richtig gezählt, ja. Okay. Habe ich hier noch irgendwie eine Task? Okay. Wäre interessant zu wissen. Es ist Shining. Es ist Sherpa. Ich kam gerade dahin, dann hat er ihn umgebracht. Es ist Shining. Es ist Shining. Ich gehe ab. Nein, ich glaube Fight, weil Fight. Nein. Das kann nur Shining sein. Aber ich saß an der Task dran, als ich mich umgebracht habe, lag eine Leiche und Shining stand direkt neben dran, aber hat nicht reportet. Also Fight ist sowas von Confirm von mir. Also Fight ist mein Confirm. Ich kann Sherpa decken, weil ich hab ihn eben mit jemandem rumlaufen gesehen und hätte ihn locker killen können. Also ich glaube nicht, dass es Sherpa ist. Tja, Shining. Wenn es Shining ist, wenn es die Shining ist, dann können wir einfach Sherpa ausholen, weil wir sind noch genug. Ja. Genau, machen wir so. Es war Sherpa! Nein, das war Shining, definitiv. So, tschüss. Nein, definitiv war er es. Ach, verdammt. Du warst schon so komplett obvious, wie du mir da hinterher gerannt bist. Junge, das ist doch schon wieder lächerlich. Ich wollte schon wieder. Das habe ich für ein Crewmate, Buddy. Und dann überlegt er, es ist genauso wenig wie ich. Warum werden wir uns so oft im Panzer? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining, look at my life. Feel my pain. When it comes to me.